Hallo, ich bin auch heute in dem schönen Bad Saro und trainiere auf der Range. Oft fragen meine Schüler mich, wo und wie gebückt sollte ich dann eigentlich stehen? Nun, wenn du zufrieden bist mit dem Kontakt und wie du am Ball stehst, dann bitte schau ein anderes Golf mit Freude Video an. Aber wenn du das Gefühl hast, du triffst die Bälle nicht so richtig, entweder bist du fett oder die Bälle sind eher dünn, oder einfach der Kontakt ist nicht richtig, dann schau unbedingt die nächsten ein, zwei Minuten an. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, dass der Schläger oder die Schläger werden dir sagen, wie gebückt oder wie aufrecht du stehen solltest. Ich habe hier ein Eisen 8 und ein Holz 4. Und wenn ich die Sohle des Schlägers, des Eisen 8, auf dem Boden so hinstelle, so wie er gebaut worden ist. Der Hersteller dieses Schlägers wollte nicht, dass ich den Schläger so auf dem Boden habe oder dass ich den Schläger so auf dem Boden habe. Er möchte, dass ich den Schläger so auf dem Boden habe. Nur die Länge ist natürlich auch entscheidend. Ich gehe davon aus, dass die Länge des Schafts bei dir passt. Dann wird man sofort sehen, wo die Hände sein müssen und so wirst du ein Gefühl bekommen, wie gebückt nach vorne du sein möchtest. Ich meine, von hier kann ich nicht zu aufrecht und ich kann nicht zu gebückt sein. Es gibt eigentlich nur eine Position. Und jetzt habe ich viel bessere Chancen, den Ball sauber zu treffen mit einem schönen Divot. Nehme ich mein Holz 4. Und genau das gleiche Thema. Wie ist die Sohle? Da muss man ein bisschen gucken beim Holz, was ein bisschen rund ist. Legt den Schläger auf den Boden. Der Schaft ist Länge. Der Leihwinkel ist relativ aufrecht. Und hier wirst du merken, dass du viel aufrechter stehen solltest. Das sehe ich oft bei meinen Schülern. Die stehen, als ob sie ein Pitching Wedge in der Hand haben. Beim Holz 3 möchte man mir so stehen. Und da ich jetzt aufrechter bin, werde ich automatisch ein bisschen mehr um meinen Körper schwingen. Übrigens, das hat mir geholfen mit diesem Schläger. Ich sah, dass ich aufrechter stehen muss, weil so ist der Schläger gebaut. Und dann müsste ich auch viel näher am Ball stehen. Und seitdem ich das mache, habe ich wirklich wenig Respekt für das lange Holz.